Jan Krah, ein echter gebürtiger Sachse in der deutsch-polnischen Grenze. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Er ist Maler und Lackierermeister, ist also ebenso bodenständig wie alle hier Versammelten und hat einen ordentlichen Beruf gelernt. Im Gegensatz zu vielen anderen, die nicht hier sind, sondern auf der anderen Seite. BAD, um dort Wahlkampf zu machen, um natürlich diese Unterstützung aus dem Osten auch dorthin zu geben. Wie kann es sein, dass so ein sogenanntes reiches Land wie Deutschland als Armutsrisiko gilt, wenn man Kinder hat? Das ist ein Unding und das müssen wir abschaffen und das werden wir als AfD auch abschaffen, liebe Freunde. Das Gleiche gilt natürlich auch für diejenigen, die in Gewerkschaften aktiv sind. Ich will mal die IG Metall mit ihrem neuen Vorschlag hier herausnehmen, die aktuell die 4-Stunden-Woche fordert. Auch sagen, wir gehen bloß noch arbeiten, wenn wir Lust haben. Aber dann werden wir diesen Wohlstand, dann werden wir diesen Sozialstaat nicht halten können. Und deshalb sind solche Forderungen der IG Metall wirklich existenzbedrohend. Es wurde dann gesagt, Deindustrialisierung, das sei Verschwörungstheorie. Man hat einen Verfassungsschutz in die Spur gerückt, um genau uns damit zu diskreditieren. Und jetzt sehen wir den Salat. Wenn es Teil des AfD-Erfolges sein soll, die 68er Erben und Verwalter auf die politische Sondermülldeponie der Geschichte zu befördern, dann nehme ich diesen Teil unseres politischen Auftrages gerne an, denn da gehören sie nämlich hin. Und ich sage es nochmal, ich bin dafür, habe mal eine Rüge bekommen vom Landtagspräsidenten, wir werden auf den Gräbern tanzen. Und solche Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Da muss man kein Prophet sein, dass man sieht, dass wir hier diese Wahl mit diesem Kandidaten auch gewinnen wollen und gewinnen werden, weil er eben einer von euch ist.
nächste Woche hast du eventuell mir Anweisungen zu machen.